Guten Morgen zusammen. Ich habe euch ja gestern in meiner Sprachnachricht schon mitgeteilt, dass man einfach in der, ich sag jetzt mal, Einsteiger-Anfängergruppe erst einmal so ein paar Basics besprechen, bis man dann einfach mal so ein paar Sachen miteinander werkeln. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, so eine Gruppe ist doch immer ein bisschen schwierig. Also nicht ihr, sondern euch rüberzubringen. Wie mache ich das? Was benutzt man wie? Hier an dieser Stelle wollte ich euch auch einfach nochmal sagen, in dem Video zeige ich euch, wie ich das mache, als Anregung für euch und einfach Tipps und Tricks für euch. Es gibt Mädels, die machen das anders da und das ist auch völlig okay. Also ihr setzt es dann nach euren Bedürfnissen um, wie ihr das braucht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das wollte ich einfach an der Stelle nochmal sagen. Wir beginnen das Thema mit, wie benutze ich Silikonstempel und wie machen wir die dann richtig sauber. Das war mir nochmal ganz, ganz wichtig. Ich, wo angefangen habe mit dem Stempeln, hatte null Ahnung und habe dann mir sämtliche Videos, Bilder angeguckt, in Shops geschaut, was benutzen die, was machen die. Und ja, das teile ich euch jetzt einfach mal alles mit. So, wenn wir stempeln, brauchen wir einen Acrylblock. Diese Acrylblöcke gibt es in verschiedenen Größen, klar. Ihr nehmt einfach die Größe, die ihr braucht. Und jetzt brauche ich erst nochmal ein Brettle. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Das heißt, wir legen uns jetzt da ein Brettle unter, weil ich auf meinen Untergrund nicht so schön stempeln kann. So, das heißt, wir brauchen natürlich ein Papier, was wir stempeln wollen. Dann schnappen wir uns einen Stempel. Wir nehmen jetzt zum Beispiel die Blume jetzt mal daraus. Wichtig ist, euer Stempel sollte immer sauber sein. Wenn ihr merkt, euer Stempel da unten dran ist staubig und klebt auf eurem Acrylblock nimmer gut, dann müsst ihr den auch unten dran mal sauber machen. Aber das machen wir dann zum Schluss. Das heißt, den kleben wir da drauf. So, dann einmal Stempelfarbe. Also zack. Und dann wird einfach dahin gestempelt, wo ihr stempeln wollt. So, dann wollen wir natürlich, also ich bin ein Typ, ich sag's euch gleich, nach jedem Stempelabdruck mache ich sofort meine Stempel sauber. Da kriegt man sie schneller und schöner sauber. Und ich lasse das nicht eintrocknen. Das mag ich überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir gestempelt haben, ihr könnt entweder, ich habe vor Jahren von meiner Freundin eine Schrubbox geschenkt kriegt. Diese Schrubbox, meine ist von Stampin' Up, aber die Schrubbox gibt es auch von anderen Herstellern. Das finde ich eine sehr, sehr coole Idee, weil man damit leichter Stempel sauber machen kann. Das heißt, ihr macht euch eure Schrubbox auf. Falls jetzt das zur Sprache kommt, nein, ich bin nicht bei Stampin' Up, ich habe das geschenkt bekommen, aber ich benutze die einfach gern und es soll jetzt auch keine Werbung sein, sondern ich zeige euch einfach, wie ich meine Stempel sauber mache. Aber ihr könnt sie auch noch anders da sauber machen. Einmal oben sprühe ich habe da noch eine alte Flasche. Diese alte Flasche befülle ich mit einem Teil Wasser und einem kleinen Spritz Babyshampoo. Ich mache das schon immer so, meine Stempel. Alles super. Ich habe Stempel schon da liegen, die sind 12 Jahre alt, die sind perfekt, kann ich nichts dagegen sagen. Es gibt auch Stempelreiniger, auch von Stampin' Up, von sämtlichen anderen Firmen. Das könnt ihr natürlich auch verwenden. Aber ihr könnt auch blankes Wasser verwenden. Ich weiß, es gibt Mädels, die verwenden Wasser und einen kleinen Sprutz Sensitiv-Spüli. Das kann man auch machen. Also ihr könnt entscheiden, was ihr verwenden wollt. Das heißt, hier oben sprühe ich Wasser drauf. Also aus meiner Flasche. Dann nehme ich den Stempel mit dem Acrylblock, schrub den da drüber. Dann ist er feucht und sauber. Und dann gehe ich nochmal in die trockene Seite. Und fertig ist und sauber mein Stempel. Wenn ihr jetzt merkt, die Unterseite ist staubig, dann mache ich das so. Den rubbel ich ganz vorsichtig auf die nasse Seite. Und auf die trockene Seite und dann ist unten euer Stempel wieder ganz glatt. Acrylblock sauber machen mache ich genauso. Einmal hier rein, einmal da unten rein und er ist wieder sauber und ich kann meinen Stempel wieder super draufkleben. So, das ist die erste Methode. Dann kann man sich einen Spüllumpen nehmen, einsprühen.
Und da ist es jetzt dasselbe. Nur ich zeige euch jetzt mal, wie das ausschaut. Das heißt, wenn der Stempel... So, wartet mal kurz, wir stempeln mal kurz. Wenn der Stempel vor der Stempelfarbe ist, könnt ihr hier genauso einfach drüber schrubbeln. Und euer Stempel ist sauber. Geht genauso. Kann man genauso machen. Ja? Und zum Trockenmachen kann man einfach mal über die Hand reiben oder man lässt ihn dann Luft trocknen. So. Was auch noch eine Variante ist, was ich ganz oft auch mache, aber das hat einen Grund. Es gibt nämlich Stempelkissen, die sind auf Kreidebasis, die zum Beispiel. Und die, wenn ich in meine Schuhe Abdruck drauf hat. Und das will ich nicht. Das heißt, wenn ich diese Stempelkissen verwende, ich zeige euch das mal, die haben so einen Kreideeffekt. Stempeln wir mal kurz. Wenn ich damit in die Schrubbox oder auf den Waschlappen gehe, ist er zwar sauber, wenn ich aber mit dem nächsten Stempel wieder reingehe und sauber mache, habe ich immer so einen Schlierer drauf und das mag ich nicht. Das heißt, ich verwende ganz oft, sind viele Verfechter davon, ich nicht, aber wie gesagt, ihr entscheidet, wie ihr das machen wollt, ein Babyfeuchttuch. Das verwende ich natürlich dann ein paar Mal am Tag und da wische ich dann einfach drüber und mein Stempel ist sauber. Punkt. So, jetzt haben wir Stempelkissen, die, wie sage ich euch, permanent sind. Das heißt, die Farbe geht nicht so leicht ab. Das heißt, wenn ich damit stempel, drehen wir es mal um, der ist on, wasserfest natürlich, ne? Kriegt ihr die Farbe nicht so einfach runter. Wem das nicht stört, dass der Stempel dann schwarz bleibt, der muss den Reiniger für die Stempelkissen nicht benutzen. Das ist ein extra Reiniger. Der kann die dann so schwarz lassen. Ich mag das aber nicht. Aber wichtig ist, bei dem Reiniger muss man einfach was beachten. Das heißt, ich habe gestempelt. Der hat jetzt nicht mehr richtig gestempelt, weil es schon angetrocknet ist. Wenn ich jetzt versuche, mit dem Feuchttuch darüber zu gehen, kriege ich ihn nicht mehr ganz sauber. Auch mit der Schrubbox nicht. Das heißt, ich nehme mir den Reiniger. Also das ist nur bei den permanenten Stempelkissen so. Der Reiniger hat normalerweise hier so einen Schaumstoff drauf. Aber mein Schaumstoff, das ist abgegangen. Ich habe den Reiniger schon ein bisschen länger. Ihr nehmt das Babyfeuchttuch, was ihr eh schon den ganzen Tag verwendet habt. Tut euch da Reiniger drauf und dann geht ihr, seht ihr das, über den Stempel. Und die Stempelfarbe geht runter. Hier ist es nur wichtig, der Reiniger darf nicht auf dem Stempel bleiben. Wenn der Reiniger auf dem Stempel bleibt über Jahre, dann gehen die Stempel kaputt, die reißen, die werden spröde, weil da bestimmte Mittel drin ist, dass die sauber werden. Dass das nicht passiert, mache ich meine Stempel nochmal ganz gut sauber, so. Und dann gehe ich nochmal in meine Schrubbox oder auf meinen Schrubblumpen. Wir nennen ihn jetzt Schrubblumpen, das hört sich gut an. Und mach den hier nochmal sauber, dass wirklich von dem Reiniger keine Rückstände mehr drauf sind. Okay? So. Es gibt Mädels, die gehen mit die Stempel und Spülbecken mit Spüle und machen die sauber. Das kann man genauso machen. Also, ihr sucht euch jetzt aus, was für euch am besten ist, um Stempel sauber zu machen. Genau. Und wie gesagt, Schrubbox, Schwamm, egal was ihr wollt, könnt ihr verwenden. Kriegt ihr überall, könnt ihr euch kaufen. Wie gesagt, das kann man auch selber machen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und somit haben wir jetzt erst einmal das erste Thema aufgegriffen mit Stempel sauber machen. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns demnächst wieder. Bis bald. Ciao.